Du weißt aber schon, dass wir noch drei Bahnen in den Reifen haben, ja? Ach so, egal, das ist ein F0-Trail, Alter. Ja. Also. Trotzdem denk dran, wenn du dich in die Kurven schmeißt. Ich hab den. Oh. Kommst du rum? Ich hab den Motor raus. Jetzt geht er noch geradeaus weiter. Echt nicht scheiße. Fahren wir auf Eiern hier mit den Tannenzapfen. Angeschissen. Jo. Echt wahr sein, oder? Ey, fuck you, Mann. Ja. Was? Ich verstehe kein Wort. Da muss man schon wieder absteigen. Oh, warte mal, Sven. Alles wieder raus. Hä? Nee, irgendwas blockiert bei mir. Oh fuck. Ich seh's. Sven! Du sollst warten, Mann! Spacko, ich sag extra, warte, ist blockiert und der geht weiter runter, ey. Sven! Oh, Vollhonk! Sven! Ey, ich glaub's nicht, der ist doch... Stimmt mit dem Jungen nicht. Ich hab's. Meine Fresse, Alter. Thank you.
Warte da. Hör mal, wenn ich zu dir rufe, bleib stehen. Dann bleib stehen. Alter, mein Schaltwerk hat sich in die Speichen gewickelt. Es ging gar nichts mehr. Und es war auf dem Steilstück. Ich konnte mein Bike kaum halten. Musste irgendwie versuchen, mit dem Bein das Bike zu halten, die Speichen auseinander zu drücken. Und du fährst einfach weiter, ey. Du hast da sogar zurückgeguckt. Du hast da gestanden, zurückgeguckt und geschissen hast auch gerade wieder so gestinkt. Tut nicht. Ist aber alles noch gerade? Naja, eine Speiche ist jetzt auf jeden Fall demoliert, locker. Und wie es dann unten beim Schalten ist, weiß ich nicht. Schrägen Steinplatte irgendwie. Nee, du bist auf so ein Holzding gefahren, wie so ein Stein. Okay. Und der ist weggerollt und dadurch ist dein Vorderrad so. Und danach bist du im Hinterrad auch nochmal drüber und dann ist dein Hinterrad nochmal zur Seite gerutscht. Ja, das war knapp. Das stand aber hier schon dran, 4x13, ne? Was, echt? Hier oben war ein Schild gerade mit 4x13, ja, jetzt sind wir auf dem Bike Trail. Kann doch eigentlich gar nicht sein, weil nirgendwo ein Trail-Eingang war. Doch, jetzt. Das war geil. Ja, ja, genau. Genau, und jetzt geht der Trail da weiter. Ich hasse dich trotzdem. Ja. 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 Oh. Ja. Den Stein musst du aber auch kennen, Alter. Rückkehr der Klaue. Ah. Ja, aber jetzt kriegst du auch in den Hintern. Ja. Wenn man bei den halt die ganze Zeit so steil auf den Hintern kriegt. Ja, und den an auf der Bremse hängst, ne? Okay.
glaube, wir sind gar nicht mehr auf dem Trail, Mann. Hier steht Wanderweg und 4913. Ja, das ist ja 4913, genau. Naja. Ist schon richtig. Weil der ist hier schon ganz schön knackig, oder? Also, ja. Ey, da war eine Stelle, da musstest du so nah am Hang lang fahren, weil da irgendein Stamm lag, ey. Ja. Ja. Da war, oder davor, der eine Stein war genauso. Kommst du in eine Kurve rum? Ja, ja, ja. Ey. Ja, ja, wenn es mir zu bunt wird, schiebe ich halt. Ja, ist okay. Das war auch relativ langsam auf jeden Fall. Das sieht hier überhaupt nicht mehr aus wie auf dem Trail. Sieht auf einmal aus wie irgendwo in der Toskana, Alter. Mhm. Du guckst dir halt nie die Videos an, die ich dir schicke. Ja, Mann. Man weiß ja, wie sich meine anfühlen. Alter, muss meinen Kopf einziehen. Und was ist denn da? Warum die Steine mit dem Schiff fahren? Er grinst schon wieder. Ich habe auch da ein bisschen geil, wie du da so runter bist. Also, dann so ein bisschen, so ein bisschen. Ach komm, das war auch richtig geil gerade. Das war lustig. Also, ich, ganz ehrlich, wenn meine Hände nicht die ganze Zeit so zumachen würden, wäre das richtig geil. Ich habe eben oben gestanden, du hast gesehen, meine Hände richtig gezittert, Alter. Also bei mir war jetzt gerade auch. Darum habe ich auch nur noch angehalten. Ich habe nicht so viel gesehen, oder? Du musst ja zweimal anhalten. Meine Hände und meine Oberschenkel jetzt aufgewählt. Nee, das hatte ich jetzt noch gar nicht, das Problem. Oh, was denn jetzt? Ich denke mal. Sven? Ja, nee, aber es war zwar absolutes Chaos, Exploring, aber im Endeffekt war es trotzdem geil.
war strukturiert. Es war Svennerich-Chaos in Reinsform.